Hey Freunde, heute wollen wir mal einen klassischen Imbiss-Snack machen. Und zwar handelt es sich um das Fischbrötchen. Wir werden heute mal das klassischste und das ehrlichste Fischbrötchen der Welt machen. Was wir dazu brauchen? Natürlich ein Fisch, ein Gürkchen, ein Zwiebelchen und noch ein Zwiebelchen, da sage ich gleich noch was dazu. Ein Bütterchen und ein Brötchen. Wie es auch immer in eurer Region heißt, weg oder Semmel oder wie auch immer. Auf alle Fälle ein Brötchen brauchen wir. So, und da legen wir gleich mal los. Als erstes schneiden wir unser Brötchen auf. Ihr könnt das Brötchen auch komplett durchschneiden. Denn das, was ihr immer am Imbiss zu kaufen bekommt, oder bei Nordsee oder wo auch immer es Fisch zu kaufen gibt, machen die das rein nur zu Dekorationszwecken, dass das aussieht wie eine Muschel. Ne? Dass einem das suggeriert, dass das noch viel frischer ist und alles sowas. So, dann nehmen wir die untere Hälfte schmieren da Bütterchen drauf. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Und wenn ihr euch fragt, warum macht ihr jetzt da Butter drauf? Ist nun mal so, gehört sich so. Gehört keine Remoulade drauf, sondern gehört Butter drauf. Heißt ja nicht umsonst Butter bei die Fische, ne? So, das hätten wir. So, der nächste Schritt in der Fischverkaufsstelle wäre jetzt, sich auszudenken, was er für einen Salat drauf macht. Ein Eisbergsalat oder Lollo Rosso wollen wir nicht. Wir wollen Fischbrötchen, kein Salatbrötchen. Das soll uns nur suggerieren, der Fisch ist frisch, der Salat ist frisch. Wollen wir nicht. Also ist unser nächster Schritt die Sorge, was wir mit unserem Heringsfilet machen. In diesem Fall ist es ein Bismarck-Hering. Lassen wir die Flosse dran, ja oder nein? Ich lasse die Flosse dran, weil ich habe sie ja mit bezahlt. So, und die stört mich ja nicht weiter. Nun nehme ich das Heringsfilet, klappe das an der Schwanzstelle ein, auf Brötchenlänge, weil ich will das nicht so, dass das hinten so doll rausguckt und dass das vorne und hinten so gleich dick ist. Warum lege ich den Fisch so auf? Normalerweise wird mir der Fisch präsentiert mit der Hautseite nach oben, damit es wieder aussehen soll wie frisch und sonst nicht irgendwas. Aber alles, was ich hier oben auflege, hält viel besser auf dem Brötchen fest und schlägt mir nicht links und rechts aus dem Brötchen raus, wenn ich reinbeiße. Also, zum nächsten. Kommen wir zum Gürkchen. Ganz wichtig ist, dass ihr diese geriffelten Gürkchen nehmt. Wirklich, die glatten machen gar keinen Sinn, wirklich nur die geriffelten machen Sinn. Aber Leute, wisst ihr was, das war eigentlich Spaß, weil Gürkchen haben auf einem Fischbrötchen überhaupt nichts zu suchen. Überhaupt nichts, gar nichts. So, dann habt ihr die Wahl zwischen dicken Ring, was dann wahrscheinlich immer so aussehen würde, dass auch ja überall was hinkommt, und aber die fliegen halt immer aus dem Brötchen raus. Deswegen ist meine bevorzugte Variante schmal geschnittene Ringe, wirklich so im 1 bis 2 mm Bereich oder eher im 1 mm Bereich und davon großzügig bedecken. Das macht mir mehr Spaß wie alles andere. Und wie gesagt, das wird vom Fisch festgehalten. Obere Seite, wer mag, ja, Butter, ja, nein. Ich mag keine. Deshalb klappe ich mein Fischbrötchen jetzt zu und bin mit der ganzen Kunst am Ende. Es sieht jetzt so simpel aus und keiner würde es kaufen, aber so ist es mir am liebsten. Ehrlich, es ist frisch. Wie gesagt, wenn ihr irgendwo hinkommt, wo etliche Brötchen in der Auslage liegen, es sei denn, es ist ein Tempel, wo die aller Sekunde verkauft werden, dann sind sie nicht frisch. Am besten ist ein Laden, wo sie direkt an der Theke frisch gemacht werden. Das dauert, wie gesagt, eine halbe Minute, so ein Brötchen zusammenzubasteln. Und wenn ihr das irgendwo frisch gemacht bekommt, da seid ihr an der richtigen Stelle, da könnt ihr kaufen. Und jetzt im Winter schön zu Hause machen. Alles super. Das soll es für heute gewesen sein, Freunde. Macht's gut. Ich lasse mir jetzt mein Brötchen schmecken.